Hallo Ali, der Donat hier wieder mal. Und ja, es geht weiter. Es geht weiter. Es geht weiter mit Path of Exile. Und ich habe gerade einen geilen Fehler gemacht, beziehungsweise ist etwas einfach in der Aufnahme schiefgelaufen. Ich habe gerade 20 Minuten gezockt. Es ist nicht viel passiert, also eigentlich fast gar nichts. Fast gar nichts. Ihr habt nichts verpasst. Aber irgendwie hat es mein Mikro nicht aufgenommen. Und ja, ich sag nur eins, letztes Windows-Update. Ja, ich habe nichts wirklich, also eigentlich ist fast nichts passiert. Ich zeige euch mal ganz kurz, ich laufe einfach nur 3 Meter hier, 3 Minuten durch, was ich gemacht habe. Ich bin von The Ledge einfach in die nächste Gegend, in die nächste Ecke gelaufen. Ich lauf den Weg jetzt noch fix ab, damit ihr auch alles seht und merkt, ihr habt nichts verpasst. Also, ich bin hier runtergelaufen. Hab hier ein paar Gegner abgeschnetzelt. Ups. 1, 2, 3. Mit meinem geilen Magma-Schauer hier. Bams, bams. Ich habe eine Stufe bekommen und habe lediglich den Attack Speed geskillt und habe jetzt 4% mehr Attack Speed. Das ist das Einzige, was ich mit dem Punkt gemacht habe, was überhaupt passiert ist. Ich war Level 10, jetzt bin ich Level 11. Mehr habe ich nicht gemacht. So, euch habe ich alle schon letztes abgeschlachtet vorhin gerade. Ich heile mich mal, zack. Ja, hier unten kommen dann wieder so ein paar stärkere Gegner. Und zack. Alles kein Problem mit meinem geilen Zweihandschwert, das ich hier in dem letzten Video gefunden habe. Das habt ihr ja auch gesehen. So, kann ich dich irgendwie aktivieren? Ah, ich bin schon. Ich bin's schon. Was für mir hier schön ist, ein Zepter. Ist ja eigentlich eher was für Zauberer. Aber wir nehmen es einfach trotzdem mit. Kann man immer noch verkaufen. Für ein wenig Geld. Bams. Heilung wieder. Ja, ansonsten ist nichts passiert. Also ich habe noch eine Rüstung gefunden. Die ist besser gewesen als die ich vorher hatte. Habe ich jetzt angelegt. Aber ja, es ist halt auch nur eine Rüstung, die mir ein bisschen mehr Armor gibt. Wirklich nichts Tragisches, was man da irgendwie verpasst haben könnte. Dann gibt es ja anscheinend immer wieder solche. Was ich gerade aktiviert habe, diese Statuen. Da kommt dann so ein, ja, ich würde mal sagen, weiß-lila-farbener Radius oder Kreis um mich herum. Und aus dem spawnen dann immer wieder, oder innerhalb des Kreises, spawnen dann immer wieder Gegner. Die kann ich abschnetzeln. Und dann irgendwann, nach ein paar Sekunden, verschwindet dieser Kreis dann wieder. Ist eine nette, ich sag mal, ist eine nette Sache, wenn man die Gegner problemlos besiegen kann. Kriegt man halt schön Erfahrung. Und hat auch so weiterhin jetzt damit keine Probleme. Ich sterbe jetzt offensichtlich nicht dadurch, wie man sieht. Zack, zack, zack. So, hier sind dann schon ein paar stärkere Gegner, wie man sieht. Da nutze ich meine Mana-Fiole mal. Die nehme ich normalerweise sonst nie. Die könnte ich, wenn ich das gerade mal so sehe, auch auf Platz Nummer 2 legen. Da, wo normalerweise, wo mein kleiner Heiltrank ist, den ich nicht verwende. Da brauche ich mit dem Finger nicht jedes Mal von ganz links nach ganz rechts. Lightning Strike. Übernehmen wir einfach. Den Orb sammeln wir ein. Portal Scroll. Ja. Ich habe den Spielton von den Umgebungsgeräuschen noch etwas leiser gemacht, weil ich gesehen habe, dass man im letzten Video, was im Übrigen das Koop-Video war, ja, ich war etwas schlecht zu verstehen. Ich habe einerseits etwas leise geredet, andererseits war auch einfach der Ingame-Sound etwas zu laut. Habe ich ein bisschen runtergesetzt. Jetzt müsste man mich auf jeden Fall schon besser verstehen. Ja, wie ihr seht, diesmal kein Koop mehr. Vielleicht irgendwann mal wieder ein kleiner Koop, wenn es einmal entweder bei Dark Prayer klappt, beziehungsweise bei jemandem, der auch mal Bock hat mitzuspielen und dann bei mir auch zeitlich übereinstimmt. Oh. Moment, der habe ich letztens nicht gefunden. Submerged Passage. Die habe ich letztens nicht gesehen. Gehen wir mal rein und schauen, was passiert. Da lebt er jetzt anscheinend doch etwas Neues mit mir. Das freut mich sehr. Ja. Was haben wir denn hier? Eine Passage. Oh, ein Dungeon. Oh, wow, was seid ihr denn für Gegner? Was habt ihr denn für eine Spezialfähigkeit? Sieht ja mal interessant aus. Okay, zack, zack. Was könnt ihr denn? Gains Endurance, irgendwas. Gains Endurance, Charges Undead. Ja, nichts weiter Tragisches.
Ich lege jetzt mal den Mana-Trank hier rüber. Zack, da kann ich mich auf der 2 nämlich mit Mana versorgen. Und auf der 1 bleibt dann mein Heiltrank. Identifizieren wir dich mal. Ja, nichts Interessantes. Gut, eine Einhandwaffe, aber eher für Zauberer, die irgendwie sowas, ja, Intelligenz und so ein Kram brauchen. Das hab ich ja nicht. Death doesn't wait. Hier habe ich noch meine Leak Stones drin. Auch alles cool. Ein Bone Pile. Oh, nichts Interessantes. Ja, ihr seht, ich habe auch Z jetzt immer aktiviert. Was bedeutet, dass ich immer alles, was irgendwie auf dem Boden liegt oder irgendwelche Kisten, die man öffnen kann, sehe. Oh, ich bin aber deutlich schneller. Okay. Hier labert mich Haku zu aus dem Hintergrund. Nein, hier ist er ja. Ah, hallo. You are a welcome sight, warrior. Another spirit has reached out to me. This one is close. Yet another world away. Unless we help him. Okay, Junge. Goodbye. Hier muss ich dann anscheinend wieder runter. Ah, ich hab die Mission completed. Also witzigerweise bin ich im letzten Video, was jetzt allerdings ja, also was ich geschrieben habe, fehlgeschlagen ist, bin ich irgendwo ganz anders, an einer ganz anderen Stelle rausgekommen. Und bin gar nicht, hab erstens nicht die Mission completed und zweitens auch, ja, weder mit dem Typen gequatscht noch hier diese Höhle gefunden. Clasped Hand. Wow, was ist das denn Geiles gewesen? Das war jetzt irgendein ultra seltener Gegenstand, den man anklicken konnte, oder wie? Ja. Jetzt kommen ja die Gegner hier um mich gespawnt, durch diesen Radius, den ich da aktiviert habe. Oder ist das durch den. Ja, das ist durch den Radius gewesen. Ah, und die verschwinden auch direkt, wenn der Radius verschwindet. Verstehe. Aha. Na gut, der Radius will ich nicht sagen. Ich sag mal, dieser Kreis um mich herum. Nom, nom, nom. Tschüss. Ja, ich hau die alle mit einem Schlag platt. Das macht schon Spaß. Bäm. Und bäm. Komm, Junge. Fims. Wo geht's denn hier noch weiter? Was ist das für eine Riesenhöhle wieder? Zack. Zack. Aber waren wir hier nicht? Nee, wir waren hier auf keinen Fall. Oder waren wir hier mit dem Night Prayer unterwegs? Eigentlich doch auch nicht. Die Gegner kommen mir bekannt vor, aber. Es war doch eine andere Höhle, oder? Ach gut, ich kann mich noch erinnern, dass dieser Haku-Typ da auch drin stand. Nee, Moment. Der Haku-Typ stand doch eigentlich auf dieser Wiesenlandschaft mit diesen Eiern, die ich da irgendwie sammeln musste. Flooded Depths, aber an den erinnere ich mich auch wieder. Die gefluteten Tiefen, da waren wir doch. Hier waren wir doch. Nee, also hier war ich. Hier war ich mit Sicherheit schon. Das kann ja nicht sein. Ja, da war ich doch mit dem Night Prayer da. In diesen gefluteten Tiefen hier. Und am Ende sind wir dann irgendwie rausgerannt. Oder es ging dann irgendwie weiter. Oder wir sind hier von hier gekommen sogar. Das will ich ja nicht. Das will ich ja eigentlich gar nicht. Da würde ich doch viel lieber noch mit dem Haku-Typen da quatschen und nochmal gucken, ob der mir noch was zu erzählen hat oder ja, wo es da bei dem hingeht. Hier gehe ich nochmal zurück. Hier über die Brücke. Haunted Depths, ja. Ich guck nochmal ganz You kurz. are a welcome sight, warrior. Okay, was hat er mir denn hier noch zu erzählen? Beziehungsweise was hat er mir denn zu zeigen? Oh Leute, wenn ich hier jetzt schon war, ich kann mich nicht genau an die ganzen Namen erinnern. Das ging in dem Gequatsche im Koop-Modus echt ein bisschen unter. Ich schaue einfach mal, was sich hier noch so ergibt. Ansonsten gehen wir dann wieder zurück zu dem oberen Weg, von dem ich aus hier überhaupt erstmal reingekommen bin. Okay, was macht das denn jetzt wieder hier? Kann ich das irgendwie zerstören? Nee. Aha. Die schießen irgendwie auf mich. Sind aber auch so fest, also kann ich mich irgendwie bewegen oder. Komisch, komische Gegner. Machen die mir denn viel Schaden? Ich gehe einfach mal hier durch. Scheint auch immer nur sporadisch mal zu schießen, nicht immer. Was kommt denn hier um die Ecke? Aha. Oh, ich hoffe, dass jetzt meine Stimme aufgenommen wird und dass ich jetzt nicht wieder hier irgendwie mir das Video anschaue und ich merke, oh fuck, meine Stimme wurde nicht aufgenommen. Das wäre echt doof. So, was gibt's hier? Hier ist eine Sackgasse.
Also müssen wir anscheinend hier nach oben. Weiter nach hoch, 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 hoch. Hier ist eine Brücke. Hier lang. Wo sind wir denn hier hingeraten? Ist das denn überhaupt... Oh, wow, wow, wow. Was ist denn hier auf der Map? Irgendwas Rotes. Ist das ein Endboss oder was soll das denn wieder sein? Das finden wir jetzt direkt mal heraus. Ups. Erstmal heilen. Ich heile meine Mana mal noch mit. Und dann gehen wir mal hier hoch schauen. Ich schieße auf... Oh yeah, hier ist auf jeden Fall irgendein Boss. Den machen wir direkt platt. Wir machen ja viel Schaden, er hält wenig aus. Zack! Das eingesammelt, das eingesammelt. Ah, und das ist wieder die Spirit. Genau, wie in der letzten Höhle mit dem Haku. Also anquatschen und irgendwie wegrennen. Daran kann ich mich erinnern. Das war der Tipp vom Prayer. Denn da sollen wohl immer wieder mal Gegner erscheinen. Wobei jetzt kam ja eigentlich nichts erstmal. Sehr eigenartig. Habe ich jetzt nichts zu befürchten oder wie läuft das hier ab? Verlaufe ich jetzt gerade in eine Sackgasse? Ne, hier ist die Brücke. Es kommt aber auch keine Gegner. Also ich bringe den Geist jetzt einfach zurück zu dem. Ah, hier kommt ein bisschen was. Na gut. Aber auch jetzt nicht die Welt. Alles nicht so schwierig. Weil ich sehe durch die Karte schon gar nicht mehr, wo ich hin kann. Ich muss die Karte mal fix schließen. Ne, hier ist auch geschlossen. Hä, war hier vorne schon geschlossen? Was ist denn jetzt hier auf einmal alles geschlossen? Das war doch vorne noch offen. Komme ich hier unten? Ne, hier unten war jetzt auch zu, oder? Ja. Verdammt! Sackgassen! Überall Sackgassen! Da muss ich jetzt hier rechts lang, oder wie? Wo ist ein offener Gang? Hier ist ein offener Gang. Aber hier war die nächste Sackgasse. What? Wo denn? Ah, hier! Hier ist es schmal und hier komme ich durch. Aha, gut. Gut, 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 gut. Ich sehe den Ausgang auf der Karte. Ich heile mich nochmal. Hier lang. Ich bin fast Level up, sehe ich. Nice. Ich muss mich dann auch langsam entscheiden, was ich noch weiter skillen werde. Es gibt dann Einhand- oder Zweihand-Skills. Return to the Master! The Kata we weigh grows stronger for every soul that we return to its care. And as the way grows stronger, we grow stronger. Hat er recht. Er ist Level 2. Das freut mich für ihn. Tja. Ich weiß gar nicht genau, was er mir denn helfen kann. Also er kann dann Haku Armor Master. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kann man sich dann hier irgendwie so eine Art Zuhause kaufen. Das ist dann wie so eine Art Gegend nur für den Spieler selbst. Und in, ja, auf diesen, in diesem Zuhause befinden sich dann die ganzen Master. Ja, bei denen kann man dann halt bestimmte Sachen machen, irgendwas kaufen und so weiter. Ich will auch nicht zu viel spoilern, um ehrlich zu sein, kenne ich mich auch noch nicht so genau darin aus, was die dann machen. Aber auf jeden Fall sieht man die dann im Laufe des Spiels immer wieder. Jetzt gehe ich erstmal wieder zum Ausgang. Denn ich wollte euch ja zeigen, was ich im letzten Video, was schiefgelaufen ist, genau gemacht habe. Da muss ich erstmal wieder hier hoch. The Ledge. Hier lang. Und muss dann hier irgendwo einen Eingang finden zu einer neuen Höhle. Scroll of Wisdom wieder. Ja, man sieht schon, also von diesem Scroll of Wisdom findet man, die findet man wirklich wie Sand am Meer. Bam, bam, bam. Zack, ein Durchgeschnetzel. Ah, macht mir schon Spaß. Level up! Level 12. Cool. Zack. Moment, dich noch fix. Oder euch noch fix. Oh, es nimmt kein Ende. Es nimmt kein Ende. Es nimmt kein Ende. Oh, Scrap. Jetzt aber. Jetzt leveln wir erstmal ein bisschen weiter. Den Kreis haben wir jetzt schon fast voll. Hier gibt es dann noch physischen Schaden mit One-Handed, One-Handed und One-Handed. Haben wir zwei Hand. Jetzt könnten wir hier zum nächsten Kreis. Also entweder wir gehen hier runter zu dem Kreis mit mehr Leben und so ein Quatsch. Oder, was kommt denn hier dann? Ah, Lebensregeneration, das interessiert mich nicht. Was gab es hier noch? Armor und hier oben ist nur Stärke. Ja, oder wir gehen halt jetzt nach links. Da gibt es einmal den Kreis. Der hat auch noch was mit Leben zu tun, finde ich ein bisschen uninteressant. Viel interessanter wäre dann eventuell
Was gibt's hier dann? Increased Armor. Ja, und zwar hier dann links die Kreise. Die geben uns dann physische Schaden mit bestimmten Waffentypen. Der zum Beispiel für die Keulen oder für die Hämmer. Und der hier unten für Äxte. Was gibt's hier oben? Das schaue ich mir noch kurz an. Feuerschaden erhöht. Attack Speed. Oh, das klingt auch nicht schlecht. Vielleicht ein bisschen auch für Attack Speed gehe. Äxten und Schwerter. Das klingt eigentlich ganz geil. Dann müsste ich einen Punkt auf Stärke investieren. Und dann gehe ich hier oben zu Äxte und Schwerter. Das mache ich. Zack. Apply. Und hier erstmal raus. Mache ich jetzt meines Erachtens 2% mehr Schaden. Weil ich ja Stärke plus 10 bekommen habe. Plus eben haben wir den Weg uns geebnet für Äxte und Schwerter. Was ich ja momentan auch habe. Aha. Wenn man in die Nähe geht, dann explodiert das und dann geht das direkt los. Last 10. Die klickt hier an. Da findet man irgendwie echt geiles Zeug aus diesen komischen Händen. Paula-Ring. Hallöchen. Ah ne, Power-Ring. findet man diese Hände dann immer nur in der Nähe von diesem Altar oder wie was? Wie läuft das denn ab? Oder finde ich da jetzt eventuell noch mehr von diesen Händen, wenn ich jetzt durch die Gegend laufe? Nee. Ich sehe, der Kreis findet seinen Mittelpunkt in dem Altar. Okay, gut zu wissen. Lohnt sich also anscheinend, die Gegend dann etwas abzulaufen und nach diesen Händen zu suchen. Das nehme ich mit. Und dann gehen wir erstmal weiter. Ich schmeiße mir mal hier einen kleinen Heiltrank hinter die Binde. Und lauf weiter den Weg hinab. Euch mache ich platt. Easy going. Naja, es ist ein bisschen linear gerade. Also ich habe keine wirkliche Auswahlmöglichkeit, wo ich langlaufen will. Es geht einfach nur geradeaus. Bams, bams. Hier gibt es wieder so ein Altar und so ein Totem. Und hier kommen wieder diese Seelen, die hier irgendwie überall rumfliegen. Also wieder so ein Teil. Und heißt es jetzt gibt es irgendwo wieder so eine Hand? Oder wie? Wo ist die jetzt suchen? Wo ist wieder so eine Hand? Blacksmith, Weatherstone. Also hier offensichtlich gibt es keine Hand. Ich gehe mal hier runter. Hier! Aha! Also befindet sich immer innerhalb dieser Gegend eine so eine Hand. Cool. Das ist ja super. Gut zu wissen. Da habe ich aber auch in den ersten Videos mit Sicherheit die ein oder andere Hand verpasst. Denn da bin ich nicht mal alles abgelaufen. Zack. Was gibt's hier? Small Mana Flask. Nee. Das ist ein Wetzstein, den nehmen wir gern mit. Ich könnte mir vorstellen, dass der eventuell die Quali erhöht von den Waffen oder irgendwas Bestimmtes. Kann sein, ich habe es sogar schon verwendet und habe es einfach nur wieder vergessen. Und hier ist der Wegpunkt. Okay. Jetzt sind wir erst wieder so weit wie in dem Video vorher. Wow. Scroll of Wisdom. Noch eine Chest. Noch eine Chest. Ja. Ich merke schon, also langsam lohnt sich selbst kaum noch die Chests zu öffnen, weil nur noch Mist drin ist. Noch eine Chest. Ja, ich glaube 5, 6, 7, 8 nehme ich noch mit und dann lasse ich es wahrscheinlich schon liegen. Und hier ist ein Stein mit einer Geschichte. Hatten wir den schon im letzten Video? Wir werden es sehen. The Earth of Rayclast rejects the dead. The Black Spirit of Storm and Dream now reaches into the ground and raises up our slain Imperial foes. It leads the fallen from their graves and drives them to fight us beyond the end, rotted tooth and jagged nail. Our own remembered have joined their cursed ranks. No longer may we give our beloved to the birds, messengers of spirit to the sky, conveyors of flesh to the earth. Calm has commanded us to destroy our remembered with axe and fire. Calm is the bravest of us, willing to bear the ire of the ancestors for the survival of his people. Mhm. Tja, so eine ehrenvolle Geschichte. They are not Karui. So eine ehrenvolle Geschichte würde ich auch gern von mir schreiben lassen. Dass wenn ich dann irgendwann oder wenn dann irgendwann meine Kindeskinder von so einem Buch erfahren, in dem ich dann drinstehe und dann heißt es, ja, mit Iron und Sword und Axes hat er sich den Weg durch die Untoten geschnetzelt, um unsere Rasse zu retten oder was auch immer. Das wäre doch schon geil.
Die Frage ist natürlich dann, wer kann das kontrollieren? Wer hat das geschrieben? Tja. Wenn wir allein uns hier durchschnetzeln, wer kann das dann behaupten? Dass das stimmt. Es sind einfach nur Mythen und Legenden. Mann, oh Mann, wie viele Gegner erwarten denn hier? Was machen die denn den ganzen Tag? Die müssen sich da total langweilen, hier rumzustehen. Und dann warten die, bis einer kommt und die abschnetzelt, oder wie? Das wäre mir ja zu doof. Was ist das denn jetzt wieder hier für ein Scheiß? Kuduku, der falsche Gott. Ja, es gibt nur einen Gott und das sind wir, Muchacha. Bam, bam. Werfen wir uns wieder nebenbei eine kleine Heilung ein. Bams. Er hat auch wieder nichts Geiles fallen gelassen. Large Mana Flask, den haben wir doch schon. Ja. Stone Eggs. Alles nicht interessant. Lassen wir alles schon liegen mittlerweile. Mal kurz die Karte öffnen. Hier ist nichts. Hier ist... Ja, hier sind nur verbrannte Käfige. Auch nichts mehr. Oder keiner mehr zum Retten drin. Ein paar Möwen, die ich übrigens nicht einfrieren kann oder irgendwie abfackeln. Habe ich schon probiert. Ich gebe es ja zu. Und hier ist die Höhle. The Climb. Und genau an dem Punkt... ab dem Punkt kommen wir in die Gegend, die ich letztens erforscht habe. The Climb. Wir haben noch irgendwas hier. You can't be damaged. Oh, ich bin unverwundbar momentan. War mir gar nicht bewusst. Tja. Laufe ich hier mal fix durch. Sackgasse. Das ist schon mal gut. Da brauche ich dann nicht nochmal extra zurücklaufen. Falls ich das hier irgendwie noch erkundschaften wollte und wäre erst nach rechts gegangen. Was gibt's hier? Einen schmalen Weg ohne Gegner. Wo sind denn die ganzen Gegner hin? Hallo, wo seid ihr? Ich hab Bock, jemanden abzuschnetzeln. Zacki, genau so nämlich. Zack, in your face. Oh, hier reicht es. Hat einen Schlag schon gar nicht mehr gereicht. Für die Kleinen ja, für die Großen nicht. Jetzt habe ich irgendwelchen Schrott eingesammelt. Das hau ich gleich wieder raus. Das lasse ich, das hau ich raus. Blau, also bitte. Wer sammelt denn noch blaue Dinge ein? Weiß, oh Gott. Das ist ja schon regelrecht peinlich. So, Karte schließe ich erstmal wieder. Für ein angenehmeres Spielerlebnis. Ja, hier geht's nicht weiter. Gut. Das schützt mich vor einem langen Minutenraum, denn Rumgesuche. Aber hier geht's weiter. Wuhu! Yeah, ich verfolge einfach meine Eiskugel. Ich. Was gibt's hier noch? Hier ist einfach die Grenze. Der Stage. Was gibt's hier noch? Eine Chest. Ja, kommt Jungs, lasst mich mal in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Ich. Geht's denn hier lang? Kurz die Map einschalten? Okay. Was suche ich eigentlich genau? Ach ja, genau. Ich wollte euch zeigen, was ihr noch verpasst hattet. In einem Video. Ja, dummerweise. Manchmal will die Technik nicht so, wie man selber möchte. Und muss sie dann einfach dazu zwingen, das zu machen, was man will. Aber kein Problem. Kein Problem. Wir suchen jetzt einfach den einen Gegner, den ich letztens abgeschlachtet habe. Das war so ein Mini-Boss. Ja, there is no honor without sacrifice. Okay. Das war ein Mini-Boss. Den kann man kaum als Boss bezeichnen. Warum? Das erfahrt ihr gleich. Ha, ich habe gerade gesehen, dass wenn man einen Gegner einfriest und ihn abschnetzelt, die in so kleine Blöcke zerfallen. Ah, zumindest beim Skelett gerade ging das. Anscheinend auch nicht immer. Oh, was ist das denn? Burning Bowman. Ja, Junge, wo rennst du denn hin? Auch so ein Miniboss. Aber nicht der, von dem ich vorhin gesprochen habe. Nein. Okay, Leakstone. Heilung. Was gibt's hier? Mist. Nichts Interessantes. Ich hoffe, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Ja, genau, hier ist das. Navali, I have been waiting for you. Und sie sagt sogar nochmal ihren Text. Mensch! Ich dachte, wenn ich die einmal befreit habe, dann finde ich die hier nicht nochmal, aber super. Da habt ihr nochmal das volle Spielerlebnis. So. Und jetzt kommt hier oben nämlich der Boss. Genau der!
Vorn! Und weg ist er. Und genau aus dem Grund wollte ich sagen, er ist kein richtiger Boss. Denn er hält irgendwie nur 5, 6, 7 Schläge aus und dann war's das. Lächerlich. So. Jetzt habe ich endlich mal Ruhe, um hier zu looten. Wir haben ein Jane. Ja, das ist wieder so ein Zweihand Magic-Scheiß, was keinen interessiert. Naja, gut. So. Thank you for freeing me. The Mother of Death likes to play these little tricks on me, to remind me of my place. But she also sent you here to help. Let me return the favor, Exile. We will meet again in town, and then I will help you illuminate your path. Ja, Navali, danke erstmal, dass du mir helfen wirst. Und was ich letztens schon festgestellt habe, ist eine ganz interessante Spielfigur. Mit so einem Affen, also sieht ein bisschen aus wie so ein glatzköpfig oder einfach ein haarloser Pavian. Und dieser Pavian hält oder trägt auf dem Rücken irgendwie so einen Köcher oder ja, so einen Rucksack mit einer Kugel drin. Was das zu bedeuten hat, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall spannend aus. Ja, thank you for freeing me. Interessante Figur, interessante Aura. Tja, was es damit wohl noch auf sich hat, ich habe keine Ahnung. Aber das erfahren wir dann demnächst. Spätestens im nächsten Video. So. Die Kiste noch zerstört und... Oh, was erwartet mich hier? Laut Map ein neuer Eingang. The Lower Prison. Alright. Aber unten rechts war auf jeden Fall auch noch irgendwas. Was war denn hier unten rechts? Was war denn hier unten rechts? Ob es hier noch einen Wegpunkt gibt? Ich weiß es gar nicht genau. Ich weiß es gar nicht genau. Ich gehe mal noch hier unten rechts die Kante ab. Da sehen wir dann, ob es noch irgendwas versteckt gibt in dieser Gegend. Ich bilde mir ein, es gäbe noch ein Geschichtsbuch, dass man sich hier irgendwie, oder so ein Stein, der eine Geschichte erzählt. Ups, das wollte ich nicht. Ha! Habt ihr es gesehen? Den hat es ja förmlich zerstückelt. Zack. Hier geht's noch irgendwo lang. Oh, hallo? Den habe ich letztens auch nicht gesehen. Was macht der Junge denn hier? Elrion, Loremaster! And thus, my prayers are answered. None too soon, neither. Don't look so perplexed, Exile. It's simple. God has sent you to help me look after the relics. The few remaining islands of faith in this sea of sin. Müssen die mich jetzt angreifen? They hunger to see faith gone. Any moment now, this holy spot... Fuck it! Ah, du dummes Skelett-Arschlöcher! Was soll denn das jetzt? Lass mich doch mal mit dem Typen quatschen! Als ob das jetzt sein muss. Relic? Was ist das jetzt hier? Extra Life? Okay, keine Ahnung. Was soll das denn jetzt hier? Ich hab doch sowieso keine Chance. Ja, was soll denn das? Oh Gott, wie lange geht denn das jetzt? Sind das jetzt so Rundenkämpfe oder wie? Scroll of Wisdom. Elrond, ey, du bist ja echt gar keine Hilfe. Stehst einfach nur so dumm da mit deiner Schwäche oder was? Hättest du ein bisschen schneller reden können, hätte ich dich auch verstanden. My mana is gone. Was ist das denn hier eigentlich für witzige Käferchen? Geschafft! Okay. That was some damn divine slaughter you delivered there, Crusader. You did God proud today. You come visit me in Line Eyes Watch next time you're there, for I'm more crusading where that came from. Tja. Da haben wir das wohl geschafft. Schön. Leute. Ich würde mir diesmal die Routine mit dem Verkaufen sparen. Und mit euch dann an diesem Punkt hier weitermachen, beziehungsweise dann wieder ab der Stadt. Denn das Video wird sonst etwas zu lang. Wir haben offensichtlich wieder einen neuen Master kennengelernt. Ich denke mal, den sehen wir dann ab und zu nochmal wieder. Und in dem Sinne, und was es dann mit dieser Nevalia oder Navalia hat, mit diesem komischen Pavian, was ich für uns machen kann, was der Quest Reward ist, was wir bekommen, da wir sie befreit haben, das erfahren wir dann alles
im nächsten Video mit Path of Exile bei Donuts. Bis dahin und tschö, tschö.